Schauen wir nach Frankreich. Dort wird aktuell gegen geplante Obsoleszenz ermittelt. Es geht um mutmaßlichen Profit aus Ersatzteilen und autorisierten Werkstätten. Was Apple damit zu tun hat und wieso nicht alles gut produziert ist, wie es die Hersteller versprechen, in diesem Video. Im Allgemeinen unterscheiden wir zwischen drei Formen der geplanten Obsoleszenz. Erstens ist die qualitative Obsoleszenz. Das bedeutet, dass die Hersteller unsorgfältig und billig gemachte Produkte vermarkten, die schnell und schwer zu warten sind. Zweitens ist die psychologische Obsoleszenz. Das wäre, wenn Verbraucher voll funktionstüchtige Geräte oder Produkte ersetzen, weil diese nicht mehr der Mode entsprechen oder das neueste Modell einen Zusatznutzen verspricht. Gerade im Bereich der Unterhaltungselektronik, also Spielkonsolen oder Fernseher, ist hier ein sehr schneller Wandel zu beobachten. Und bei drittens der funktionalen Obsoleszenz hingegen funktioniert das Gerät als solches noch, ist aber durch die technische Entwicklung den aktuellen Anforderungen nicht mehr gewachsen, weil beispielsweise die Schnittstellen für Hard- und Software nicht kompatibel sind. Ein prominentes Beispiel dafür war, als mit einem Schlag Millionen von eigentlich funktionstüchtigen Computern nicht mehr dem Stand der Technik entsprachen, weil Microsoft das Betriebssystem XP nicht mehr unterstützte. Und das könnte übrigens auch 2025 passieren. Am 14. Oktober 2025 wird es keinen Support für Windows 10 mehr geben. Doch wie schafft es die Hersteller, uns zu einer Kaufentscheidung zu bringen? Und was sind die Tücken? Theoretisch kann man ja fast jedes defektes Gerät reparieren. Da müsste man nicht gleich ein teures Neugerät kaufen. Im Zuge der geplanten Obsoleszenz geht das Gerät aber nicht einfach kaputt. Es ist bewusst so konstruiert, dass eine Reparatur oft schwierig ist. So sind viele Geräte heute nicht mehr verschraubt, sondern verklebt. Damit wird nicht nur das Öffnen zur Schwierigkeit, sondern auch das Verschließen. Ein typisches Beispiel hierfür kennt ihr sicher alle. Fest verbaute Akkus in Smartphones lassen sich in Eigenregie kaum austauschen und Reparaturen sind teuer. Die Folge? Der Kunde kauft ein neues Handy, wenn der Akku seinen Dienst einstellt. Bei Druckern und Druckerpatronen gibt es einen weiteren beliebten Trick der Hersteller. Der Einsatz sogenannter Zählerchips. Diese protokollieren die Nutzungsdauer eines Gerätes. Der Hersteller legt eine Zeitspanne fest, nachdem das Produkt dann meldet, es sei nicht mehr funktionstüchtig. In Wahrheit läuft es aber nach wie vor gespielt. Das Kernprinzip lautet eben, Produkte so zu gestalten, dass sie so lange wie nötig und nicht so lange wie möglich halten. Ein weiteres gutes Beispiel ist Apple. Apple selbst sagt, dass die Lebensdauer bei Geräten auf 3 bis 4 Jahren kalkuliert ist. Dadurch denken sich da Leute, dass sie wieder ein neues Handy kaufen müssen, da das alte schon die angebliche Lebensdauer erreicht hat. Und zu diesem Thema sprechen wir jetzt auch noch mit einem Experten, Michael Moritz von Stiftung Warentest. Was, glaube ich, ganz wichtig ist bei vielen Produkten, ist halt so, man hat einen Zielkonflikt. Man hat mehrere Eigenschaften, die man halt unterbringen möchte und Haltbarkeit ist halt nur ein Teil davon. Also wir haben zum Beispiel, es soll ja auch möglichst auch noch zu einem vertretbaren Preis vertrieben werden können. Es soll vernünftig funktionieren. Und das sind manchmal Gegensätze. Also es ist ein ganz bekanntes Beispiel für sogenannte geplante Obsoleszenz. Gab es ja damals bei den Glühbirnen, als die eingeführt wurden. Da wurde quasi, haben sich die Hersteller irgendwann geeinigt auf eine gewisse Lebensdauer, die halt haben. Und dann kann man halt von außen betrachtet, kann man sagen, ja, das ist natürlich schlecht, weil je länger die hält, umso besser ist das natürlich. Man darf aber nicht vergessen, dass gleichzeitig hat man bei diesen Glühbirnen das Problem, wenn ich die haltbarer mache, nimmt die Lichtausbeute ab, weil ich benutze einen dickeren Faden, es wird teurer und die Effizienz nimmt einfach ab. Das heißt, man hat immer diesen Zielkonflikt und den löst jeder Anbieter, jeder Hersteller für sich anders auf. Und das ist auch völlig okay. Was ich schwierig finde, ist, es wird halt nicht kommuniziert. Also ich finde, als Verbraucher muss ich halt die Chance haben, zu sagen, ich kaufe halt ein Produkt, das ist vielleicht teurer oder kann andere Sachen nicht so gut, dafür hält es länger oder ist reparierbar. Reparierbarkeit ist ein ganz großes Thema. Und diese Transparenz fehlt halt einfach. Vielen Dank an dich für das Interview und wir gehen zurück zu Apple. Und da gibt es auch aktuell Ermittlungen in Frankreich. Wie die Pariser Staatsanwaltschaft bestätigte, wurde bereits im Dezember Ermittlungen gegen Apple wegen mutmaßlicher irreführender Geschäftspraktiken eingeleitet. Die Verbraucherschutzorganisation HOP wirft Apple vor, die Reparatur von iPhones durch nicht autorisierte Werkstätten einzuschränken. In dem nun bekannt gewordenen Verfahren ermittelt der Staatsanwaltschaft zufolge die Anti-Betrugsbehörde. Weiter wird dem Unternehmen vorgeworfen, die Seriennummern von iPhones und die Seriennummern der darin enthaltenen Einzelteile miteinander zu verknüpfen. Damit erhalte Apple die Möglichkeit, iPhone-Reparaturen durch nicht autorisierte Werkstätten einzuschränken oder Smartphones, die nicht mit Originalersatzteilen repariert wurden, aus der Ferne zu beschädigen. Und das ist nicht die erste Anklage gegen Apple. Im Februar 2020 hat Frankreich gegen Apple bereits eine Strafe in Höhe von 25 Millionen Dollar wegen gezielter Drosselung der Leistungsfähigkeit von iPhones verhängt.
Apple hatte eingeräumt, die Leistungsfähigkeit älterer iPhone-Modelle absichtlich einzuschränken. Dies aber als Maßnahme zur Verlängerung der Lebensdauer der Geräte. Ganz klar gibt es die absichtliche Sollbruchstelle. Viele Firmen bauen das ein. Es wird natürlich von Verbänden verneint, aber da sind Interessen dahinter. Also wir können das ganz genau feststellen und wir haben viele, viele Geräte schon gesehen, die eben diese absichtliche Sollbruchstelle eingebaut haben. Und teilweise kann man ganz genau auf den Tag genau ausrechnen, wie lange ein Gerät dann hält, wenn es eben gewisse Stunden am Tag läuft. Aber was können wir jetzt dagegen tun? Also wo man immer nachschauen sollte, ist, was brauche ich eigentlich? Ein schönes Beispiel dafür sind zum Beispiel Akkubohrschrauber, sprich das Werkzeug, was ich zu Hause habe. Da habe ich natürlich als professioneller Anwender ganz andere Anforderungen, die es bestehen muss, als das, was ich zu Hause habe. So. Und dann soll man halt das richtige Gerät für einen selbst aussuchen und nicht unbedingt das Beste, was auf dem Markt erhältlich ist. Ein zweiter Punkt, auf den ich immer gucken würde, ist Reparierbarkeit. Also das ist so ein Punkt, dass ob der Anbieter bei der Konzeption dieses ganzen Geräts schon darauf geachtet hat, dass ich später bestimmte Teile einfach tauschen kann. Vielleicht sogar ich zu Hause alleine, ohne dass ich es in eine Werkstatt geben muss. Aber selbst wenn ich es in eine Werkstatt geben muss, ist es natürlich von Vorteil, wenn es nicht verklebt ist, wenn ich Schrauben habe, wenn ich einfach einen Schraubendreher nehmen kann, die lösen kann, das Case öffnen kann und halt einen Teil austauschen kann. Das erhöht natürlich die Lebensdauer. Und ich glaube, das ist auch der Trend, wo es jetzt gerade hingeht. Wir sehen zum Beispiel in Frankreich gibt es diesen Repair Score. Das heißt, für bestimmte Produkte müssen die Hersteller angeben, wie gut reparierbar ist denn das Produkt. Das ist auch der Weg, den, glaube ich, in der EU, der wird dann nach und nach gegangen und es wird mehr und mehr kommen. Das ist der zweite Punkt mit der Reparierbarkeit. Und das dritte ist natürlich, man kann sich halt vorher schlau machen. Man kann Tests lesen. Dafür sind wir zum Beispiel da. Wir testen Produkte, um genau das rauszufinden. Wir machen viele Haltbarkeitstests. Das ist immer ein guter Anhaltspunkt. Aber es gibt nicht nur uns, es gibt auch andere. Ich glaube, man muss immer ein bisschen schauen und das auch einordnen. Also auch bei zum Beispiel Kunden, Kommentare, da muss man immer gucken. Natürlich beschweren sich immer die, bei denen ein Problem aufgetreten ist. Das heißt, man muss immer schauen, ist das dann auch im richtigen Verhältnis. Aber es ist auf jeden Fall nicht verkehrt, so viele Informationen wie möglich vorher zu sammeln und dann auch das Gerät zu kaufen, was zu mir selber passt. Hier noch ein paar Tipps, die ich gefunden habe. Man soll nicht so kaufen, weil es einfach gerade billig ist. 1-Euro-Shops ganz vermeiden. Also so Online-Shops wie Wish oder die gerade angesagte Plattform Temu. Besonders auffällig sind bei solchen Websites dieser Countdown, die Käufe oft unter Druck setzen und dazu anregen, schnell zuzuschlagen und ein Produkt zu kaufen. Auch Made in China ist nicht immer gut. Besonders bei so technischen Produkten, die überraschend günstig sind. Oft muss man ja nicht direkt ein neues Gerät kaufen. Es gibt viele YouTube-Tutorials, wie man ein defektes Gerät günstig reparieren kann. Ein großes Problem ist da natürlich, dass die Hersteller absichtlich das Gerät von innen festkleben und die Verbraucher darauf angewiesen sind, ein neues Gerät zu kaufen. Man kann ja mal schauen, dass man vielleicht etwas mehr Geld ausgibt für ein Businessmodell, das für Unternehmen gedacht ist, das dann dafür länger funktioniert. Wichtig ist auch, sich Prüfzeichen anschauen, ob die Geräte von jemandem getestet wurden oder ein Siegel haben. Und ganz, ganz wichtig, wenn ihr eine Abzocke findet, unbedingt melden. Damit schützt ihr auch zukünftige Käufer, die vielleicht auf diesen Trick reinfallen. Die EU hat aber keine Lust auf die Abzocke. Um das Gesetz zu verabschieden, muss sich das Parlament mit dem Rat der Europäischen Union, in dem die Regierungen der Mitgliedstaaten vertreten sind, nun auf eine gemeinsame Formulierung einigen. Der Rat hat eine deutlich zurückhaltende Position. Geplante Obsoleszenz soll nicht verboten werden. Unternehmen sollen nur transparent darüber aufklären müssen. Auch sollen sie weiterhin verhindern können, dass ein Produkt mit Ersatzteilen oder Zubehör anderer Hersteller funktioniert. Müssen Verbraucher aber dann auch warnen. Also hoffen wir einfach, dass Hersteller uns warnen, damit wir in Zukunft nicht so viel Geld für Produkte ausgeben müssen. Wenn euch meine Videos gefallen haben, abonniert gerne den Kanal. Ich möchte bis 2024 300 Abos schaffen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.